Okay, gehen wir es an. Heute vermisse ich den Elektrosmog von einer Stehlampe. Und zwar habe ich da drei Leuchtmittel. Die erste ist eine herkömmliche Energiesparlampe. Die zweite ist eine LED-Lampe. Und die dritte ist eine konventionelle alte Glühbirne. Das ist eine ganz normale Stehlampe. Und diese habe ich mir ist technisch geerdet, sprich das Gehäuse, das metallische, habe ich auf Erden gelegt. So, anfangen tue ich mit der LED-Birne. Sie ist schon eingeschraubt. Wir messen mit einem Gigahertz Solution ME3851. Das Messfeld ist von 5 Hz bis 100 kHz und wir messen ein elektrisches Wechselfeld. Natürlich im ausgeschalteten Zustand 10 Volt per Meter, das ist die Hintergrundstrahlung. Im eingeschalteten Zustand haben wir in unmittelbarer Nähe knapp 260-270 Volt per Meter. Bei der LED-Birne ist das. Ja, nun messen wir das magnetische Wechselfeld, ebenfalls im kompletten Frequenzspektrum. Lassen wir das Messgerät sehr viel beruhigen. Das heißt, da haben wir um die 40, 50 Nanotesla. Ja, 40, 50 Nanotesla bei einer LED-Lampe. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sich diese 40, 50 Nanotesla aufteilen, und zwar gesehen über das Frequenzspektrum. Und zwar hat dieses Messgerät einen Frequenzfilter eingebaut, den, lassen wir das Gerät hier mal ein bisschen beruhigen, schalte einmal auf 16 Hz. Das heißt, das wäre das Bahnnetz. Da muss so gut wie nichts übrig bleiben. Natürlich 2 bis 3 Nanotesla, das ist gar nichts. Das heißt, da bleibt da nichts übrig. Dann im Bereich 50 Hz bis 100 Hz haben wir ja 30, 40 Nanotesla und die Oberwellen von 2 Kilohertz bis 100 Kilohertz haben wir wieder 5 Nanotesla. Das heißt ebenfalls relativ wenige Oberwellen bei der LED-Lampe. Bei der LED-Lampe misse ich jetzt das elektrische Wechselfeld. Und zwar über den ganzen Frequenzspektrum, über 5 bis, also 5 Hz bis 100 kHz, haben wir im kompletten Spektrum 260-270 Volt per Meter. Schauen wir mal, wie sich das aufgliedert. Und im 16 Hz Bereich miss, bleibt nichts über. Elektrisches Wechselfeld. Dann gehen wir auf 50 Hz Bereich, das heißt im 50 Hz Bereich strahlt er über 200 Volt per Meter und die Oberwellen von 2 Kilohertz bis 100 Kilohertz ist ebenfalls nichts übrig. Als nächstes vermisse ich die herkömmliche alte Glühbirne. Schauen wir mal, natürlich im ausgeschalteten Zustand. Wir fangen wieder mit der mit den elektrischen Wechselfeldern an. Knapp über 10 Volt per Meter. Jetzt schalte ich die Lampen ein. Zack. Das komplette Frequenzspektrum, 5 bis 100 Kilohertz, elektrische Wechselfelder, haben wir jetzt bei der herkömmlichen Glühbirne, sieht man das, 100 50, um die 150 Volt per Meter. Das magnetische Wechselfeld bei der herkömmlichen Glühbirne beträgt 45, 30, ja, zwischen 30 und 50 Nanotesla. Als drittes messe ich die herkömmliche Energiesparlampe. Natürlich, die startet etwas langsamer. Fangen wir wieder mit dem elektrischen Wechselfeld über das komplette Frequenzspektrum an. Müssen wir einen Messbereich hinaufschalten.
Das heißt, bei der Energiesparlampe haben wir um die 300 Volt pro Meter im Nahbereich. Sogar über 300 Volt pro Meter im Nahbereich über das ganze Frequenzspektrum. Wenn wir jetzt nur die 16 Hertz wieder hernehmen, bleibt nicht viel über. Das heißt, ein paar 4 Volt pro Meter bleiben über. Es dürften 3 Volt pro Meter, das dürften die harmonischen Schwingungen der 50 Hertz sein, beziehungsweise des Vorschaltgerätes da drinnen. Dann schalten wir auf die 50 Hertz bis 100 Hertz, da bleiben über 200, da bleiben sogar 260 Volt pro Meter über. Und die Oberwellen, 2 kHz bis 100 kHz, da bleiben von den drei getesteten Lampen 40 Volt pro Meter. Da sind wir aber im 2 kHz bis 100 kHz Bereich. Das heißt, die Energiesparlampe streut am meisten elektrisches Wechselfeld der drei getesteten Kandidaten aus. Gehen wir wieder auf den kompletten Bereich, und zwar auf die magnetische Ebene, magnetische Wechselfelder. Und jetzt sind magnetische Wechselfelder im eingeschalteten Zustand um die 1000 Nanotesla. Zwischen 800 und 1000 Nanotesla. Was ein sehr, sehr, sehr hoher Wert ist. So, jetzt schauen wir mal. 16 Hertz Bereich. Bleibt nicht viel über. Im 50 Hertz Bereich haben wir den größten Anteil. Und 2 kHz bis 100 kHz, da bleiben wir viel über. Das ist sogar überraschend für mich. Knapp 700 Nanotesla bleiben in den Oberwellen über. Hoch. Auf das ganze Frequenzspektrum. Um die 1000, zwischen 800 und 1000 Nanotesla. Sehr hoher Wert. Bei der herkömmlichen Energiesparlampe ist das. So, kommen wir zu einem Fazit. Und zwar, der Sieger von den drei ist die normale herkömmliche Glühbirne mit ca. 140 Volt pro Meter elektrische Wechselfeld und 25 Nanotesla magnetisches Wechselfeld. Zweiter Sieger ist die LED-Birne, die hat in etwa doppelt so viele doppelt so großes elektrische Wechselfeld, und zwar 270 Volt pro Meter, und ebenfalls ein doppelt so großes magnetisches Wechselfeld von um die 60 Nanotesla. Klarer Verlierer in dem Feld ist die alte Energiesparlampe. Die hat ein elektrisches Wechselfeld von 400 Volt pro Meter, was schon fast das Vierfache einer Glühbirne ist, und 1000 Nanotesla im magnetischen Wechselfeld, was das 50-fache einer Glühbirne ist, oder beinahe das 50-fache. Okay, so viel zum Test, das war's. Ja, zum Schluss nach der ganzen Panikmache kurz noch die Grenzwerte. Laut Salzburger Vorsorgewert haben wir die magnetischen Wechselfelder im Wohnbereich kleiner als 200 Nanotesla, beziehungsweise Schlafbereiche kleiner als 20 Nanotesla. Wenn wir die elektrischen Wechselfelder anschauen, sollte man im Wohnbereich kleiner 10 Volt pro Meter oder im Schlafbereich kleiner 1 Volt pro Meter haben.